Ja, lieber Stefan, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung hier auf dem Kongress im Süden. Heilsgeschichte und die Geschichtsschau der biblischen Apokalyptik. Wir beten zu Beginn. Herr, gib uns blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, und Augen voller Klarheit für alle deine Wahrheit. Amen. Liebe Glaubensgeschwister, einer der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts, Dietrich Bonhoeffer, soll hier ganz Beginn zu Wort kommen. Er ist ja einer der wichtigsten Theologen aus der bekennenden Kirche, die sicher auch bei allem, was wir über sie wissen, auch eine schillernde und auch zwiespältige Bewegung war. Und doch gab es Strömungen in ihr, die uns in den geistlichen Auseinandersetzungen heute hilfreich sein können. Bonhoeffer veröffentlicht 1940 in der Reihe Hinein in die Schrift im MBK Verlag Bad Salzuflen ein Büchlein zu den Psalmen. Als einer der führenden Köpfe der bekennenden Kirche stärkt er mit seiner Veröffentlichung angefochtene Christenmenschen im Kirchenkampf und gibt ihnen Orientierung von der Heiligen Schrift her für ihren schweren Weg. Das Büchlein zu den Psalmen trägt den Titel Das Gebetbuch der Bibel. In dieser Anleitung zum Lesen und Beten der Psalmen findet sich auch ein Abschnitt zur Heilsgeschichte. Bonhoeffer schreibt dort, Zitat, die Heilsgeschichte. Die Psalmen 78, 105, 106 erzählen uns von der Geschichte des Volkes Gottes auf Erden, von der erwählenden Gnade und Treue Gottes und von der Untreue und dem Undank seines Volkes. Psalm 78 hat überhaupt keine Gebetsanrede. Wie sollen wir diese Psalmen beten? Psalm 106 fordert uns zu Dank, Anbetung, Gelöbnis, Bitte, Sündenbekenntnis und Hilferuf angesichts der vergangenen Heilsgeschichte auf. Dank für die Güte Gottes, die über seinem Volk in Ewigkeit währt, die auch wir Heutigen erfahren, wie unsere Väter. Anbetung für die Wunder, die Gott uns zugute tat, von der Erlösung seiner Gemeinde aus Ägypten bis zu Golgatha. Gelöbnis, das Gebot Gottes treuer zu halten als bisher. Bitte um die Gnade Gottes hierzu nach seiner Verheißung. Bekenntnis der eigenen Sünde, Untreue und Unwürdigkeit angesichts so großer Barmherzigkeit. Hilferuf um endliche Sammlung und Erlösung des Volkes Gottes. Wir beten diese Psalmen, indem wir all das, was Gott einst an seinem Volk tat, als uns getan ansehen, indem wir unsere Schuld und Gottes Gnade bekennen, indem wir Gott aufgrund seiner vormaligen Wohltaten seine Verheißungen vorhalten und um ihre Erfüllung bitten, indem wir schließlich die ganze Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde erfüllt sehen in Jesus Christus, durch den uns geholfen wurde und wird. Um Jesu Christi willen bringen wir Gott Dank, Bitte und Bekenntnis. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Damit erinnert Bonhoeffer auch an einen wichtigen Sachverhalt biblischer Heilsgeschichte. Nicht nur die Geschichtsbücher der Bibel erzählen uns von Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk und uns Menschen. Auch im Wort Gottes, das zur Anrede an Gott wird, im Gebet, in den Psalmen, spielt die Geschichte Gottes mit seinem Volk eine wesentliche Rolle. Dieser große Gott lenkt die Geschichte. Er hat sein Volk gerichtet und bewahrt. Und in dieser Geschichte des Handelns Gottes durch Gericht und Gnade in der Heilsgeschichte sehen die Beter auch sich selbst. So zutreffend prägnante Einführung in die Heilsgeschichte ist, wie sie Bonhoeffer vollzieht, so wenig selbstverständlich ist doch dieses Thema Heilsgeschichte unter Theologen, in der Gemeinde und auch sonst in dieser Welt. Woher stammen also diese vermeintlichen oder auch wirklichen Selbstverständlichkeiten? Was sind eigentlich die Voraussetzungen? Was sind die Alternativen zur Heilsgeschichte? Das gilt es zu bedenken, bevor es um die biblische Heilsgeschichte selbst geht, die sich dann auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezieht. Zum außerbiblischen Verständnis von Zeit und Geschichte. Man kann die Zeit unbeachtet lassen, sich einfach treiben lassen. Und doch ist sie da und sie vergeht unaufhörlich. Sie ist nicht umkehrbar.
sie geht weiter nach vorn, die Zeit. Und da gibt es zum einen die Kreisläufe der Zeit, wie sie in den Jahreszeiten erkennbar sind. Und so meinen manche Wissenschaftler dann auch, in der Antike hätten die Menschen zyklisch in der Wiederkehr ähnlicher oder gleicher Ereignisse gedacht. Sicher ist dieses Moment der Wiederkehr eine wichtige Größe, zum Beispiel in der Feier wiederkehrender Feste. Aber bei vielen Völkern in der antiken Welt gibt es ganz grundlegende Erzählungen von der Schöpfung der Welt durch Gott oder Götter. Und nicht nur Erzählungen vom Anfang, sondern auch von einem bevorstehenden Gericht über die Menschen finden sich in manchen Erzählungen der Völker. Wer aber von Anfang und Ende spricht, hat immer auch einen linearen Ablauf der Geschichte im Blick. Heute ist dann irgendwo zwischen einem solchen Anfang und einem solchen Ende. In der neuzeitlichen Krise des Gottesglaubens gerät damit zunächst vor allem bei Intellektuellen, dann aber auch immer mehr im ganzen Volk das Vertrauen darauf in die Krise, dass Gott die ganze Geschichte und auch mein persönliches Leben lenkt. Die Vorsehung Gottes in der Geschichte wird ersetzt durch Ideen und Ideale, die entweder von einem blinden Schicksal gelenkt oder von Menschen gemacht sind. Große Worte wie Fortschritt, Humanität, Vernunft, Zufall, Schicksal oder Staat sollen einen Ersatz bilden für ein verloren gegangenes Vertrauen in Gottes Fürsorge und Vorsehung. Diese großen Worte und verschiedenste Ideologien über die Geschichte haben Menschen millionenfach ins Verderben geführt. Etsi Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. So Geschichte zu erzählen wird zum Normalfall bei vielen Intellektuellen seit dem Dreißigjährigen Krieg. Aber mit Gottes Handeln zu rechnen, ja den dreieinigen Gott als den Urheber, den Lenker der Geschichte ernst zu nehmen, das ist also alles andere als selbstverständlich. Heilsgeschichtlich zu denken bedeutet also, wir dürfen die Universalgeschichte nicht ohne die Hauptperson erzählen, die diese Geschichte lenkt, also nicht ohne den dreieinigen Gott. In diese Geschichte Gottes sind Unheil und Heil, Segen und Fluch, Erweckung und Niedergang eingebunden. Denn all das geschieht nicht ohne diesen lebendigen Gott. Ganz offensichtlich ist es immer daran zu erkennen, wenn Gott sich selbst festgelegt hat in seinem Wort. Und deswegen ist die biblische Heilsgeschichte die Mitte und das Zentrum der göttlichen Heilsgeschichte. Und sie ist zugleich der Maßstab für alle Geschichte. Punkt 2 zum biblischen Verständnis der Heilsgeschichte, 2.1 Heilsgeschichte in der Bibel. Die Bibel macht deutlich, Gott ist der Herr der Geschichte. Er lenkt sie, er leitet sie. Und das heißt, nichts geschieht ohne diesen Gott oder gleichsam hinter seinem Rücken, als ob er es nicht mitbekäme. Die Heilige Schrift beschreibt Gott als einen handelnden Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er hat sie durch sein Wort erschaffen. Und er hat sich von der Schöpfung nicht zurückgezogen. So sagt es das biblische Zeugnis. Von aber einem solchen Rückzug gingen die Deisten aus. Sie reservierten Gott für den Anfang und schrieben dann sich selbst als Menschen alle weitere Verantwortung zu. Manche Theologen heute sprechen statt vom Handeln Gottes vom Wirken Gottes. Man kann jetzt sicherlich diese Begriffe Handeln und Wirken in gleicher Bedeutung verwenden, das will ich sicher zugestehen. Aber dieser Begriff Wirken öffnet eine Tür zu unpersönlicher Aktivität. Ein Medikament oder eine Hautcreme, die Sie vielleicht heute Morgen angewendet haben, können wirken oder eben nicht. Aber handeln können ein Medikament oder eine Hautcreme eben nicht. Der Grund ist einfach, sie sind keine Personen. In der ganzen Bibel aber ist der lebendige Gott Person. Er spricht und es geschieht. Er redet zu den Menschen mit Worten des Gerichts und der Gnade
mit seinen Geboten und mit seinen Verheißungen. Und große Männer haben mit diesem Gott gerungen. Sie haben verhandelt wie Abraham. Wir denken an 1. Mose 18, sein Ringen mit Gott um Sodom und Gomorra. Wir denken an Jakob und seinen Kampf mit Gott am Jabbok, 1. Mose 32. Wir denken an den Mose in 2. Mose 32 und sein Eintreten für das Volk Israel angesichts der Gerichtsankündigung Gottes wegen des Götzendienstes beim Kult um das goldene Kalb. Und sie alle wussten, Gottes Angesicht dürfen wir Menschen nicht sehen. Aber wenn ich mit Gott rede, dann ist dieser Gott ein Er und nicht ein Es. Gott ist ein ansprechbares Du. Ja, derjenige, der mich so gemacht hat, dass ich als Gegenüber auf ihn hin geschaffen bin. Der Gott der Heilsgeschichte ist ein persönlicher Gott. Schließlich sagt Jesus in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn Bibelleser also von Gott als dem Herrn der Geschichte sprechen, dann eben nicht, wie gerade beschrieben, deistisch, wie bei Herbert von Sherbury, pantheistisch, wie bei Spinoza oder Schleiermacher, oder atheistisch, wie bei Frau Sölle oder Herrn von Sass, sondern wir reden von einem dreieinigen Gott, der Schöpfer, Versöhner und Erlöser ist. Und dieser Gott hat sich nach dem Sündenfall nicht vom Menschen abgewandt, sondern er hat mit Noah einen Bund geschlossen, 1. Mose 9. Und wie ein roter Faden zieht sich durch das Alte Testament bis ins Neue Testament hinein Gottes Bundesgeschichte mit uns Menschen. Hier nur ein paar Schlaglichter. Von Gottes Heilsgeschichte zu reden, ist aber auch nur möglich, wenn diese Geschichte der Bundesschlüsse mit bestimmten Menschen und mit seinem Volk erzählt und verkündigt wird. In freier Wahl schließt Gott mit Abraham einen Bund. Und in diesem Bund ist nicht nur die Verheißung einer großen Nachkommenschaft einbezogen. Mit Abraham beginnt nicht nur das Volk Israel, sondern durch Abraham sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. So gestern schon gehört in 1. Mose 12, Vers 3. Als Bundeszeichen des Abraham-Bundes setzt Gott die Beschneidung ein in 1. Mose 17. Der Bund ist verknüpft mit großartigen Verheißungen Gottes. Und diese gelten nicht nur Abraham allein und seinen Nachkommen, sondern dieser Bund wird auch immer wieder bekräftigt, so zum Beispiel mit Jakob in 1. Mose 35. Am Sinai schließt Gott mit Israel einen Bund und erneuert den Bund, den er mit den Vätern geschlossen hat. Auch hier gibt es wieder ein Zeichen des Bundes. Das Zeichen des Sinai oder des Mosebundes ist das Halten des Sabbats, so in 2. Mose 31 und auch in Hesekiel 20. Beim Halten des Sabbats als Bundeszeichen des Sinai-Bundes zeigt sich auch, dass nicht alle Gebote für alle Menschen gleich bedeutsam sind. Also Christen halten zu Recht den Sonntag als den Tag der Auferstehung Jesu als Feiertag. Auch mit David schließt Gott einen Bund, der weit über David hinausweist in 2. Samuel 7. Die Verheißung an David, dieser Bund sei ein ewiger Bund, wird von vielen in Israel damals dahingehend missverstanden, dass die Warnung Gottes, den Bund zu missachten, nicht mehr ernst genommen wird. Eine schwerwiegende Folge ist der bittere Verlust geistlicher und politischer Eigenständigkeit der Königreiche Israel und dann später auch Juda. Das ist eine Folge permanenter Verstöße gegen Gottes Bund, vor allem durch den Götzendienst Israels. Es gehört zu den betrüblichen Einsichten, auch in diese Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk, dass Israel sich von seinem Gott abgewandt hat. Zunächst mal fordern sie einen König und dann sehen wir Könige, die in Israel allesamt und in Juda die allermeisten nicht nach Gottes Herzen sind. Eine der wichtigen Ausnahmen davon bildet der junge König Josia. Wir lesen von ihm in 2. Könige 22 und 23. Er lässt den Tempel des Herrn renovieren und dabei wird Gottes Gesetz gefunden.
So nebenbei frage ich mich, was im Tempel eigentlich ohne Gottes Gesetz geschehen ist. Das Verlesen des Gesetzes Gottes führt Josia und die Seinen in Erwartung des Zornes Gottes. Aufgrund der Übertretung des Gesetzes, und zwar über Generationen hinweg, in eine echte Bekehrung, in eine echte Bundeserneuerung hinein. Die Götzen werden entfernt und in Kult und Leben dient das Volk Gottes wieder dem, dem es doch mit Leib und Leben gehört, dem Herrn, dem lebendigen Gott. Und solche Erweckungen in der Heilsgeschichte sind dadurch gekennzeichnet. Menschen hören auf das Wort Gottes und entdecken dieses Wort, seien die Sünde richtendes und den sich bekehrenden Sünder begnadigendes Wort und eine darin gegründete klare Verkündigung. Die Menschen werden im Herzen getroffen und merken, ich bin gemeint. Ich muss umkehren zum lebendigen Gott, um nicht seinem Gericht anheimzufallen. Und so sind immer wieder bei Josia Juden und bei Jona Heiden, die Einwohner von Ninive, Jona 3, durch Gottes Gnade gerettet worden und haben die Vergebung ihrer Sünden empfangen und im Glauben ein neues Leben begonnen. Ungehorsam gegen Gottes Gebot, Misstrauen gegenüber dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das Verlassen der Liebe zu Gott, Hurerei und anhaltender Götzendienst, so wie ihn Hosea mit seinem Leib und auch dem Wort Gottes anklagend an das Volk richtet, Hosea 1-3. Schließlich aber die mangelnde Bereitschaft, von den falschen Wegen umzukehren und sich zum Herrn zu bekehren. Ganz vor dem Ende kehrt der König Zedekia in 2. Chronik 36 nicht um. Das alles führt Israel und Juda in große Katastrophen und in eine tiefe Erschütterung hinein. Zu Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk gehört auch die Seite des Unheils und des Untergangs dazu, wenn das Volk Gottes den Bund verlässt und mit Füßen tritt. Gott hat Israel unter die Völker zerstreut. Und wir reden hier über einen ganz langen Zeitraum. Von 586, 87, 86 bis 1948 gab es keinen unabhängigen Staat Israel oder Juda. Und inmitten dieser Krise des Untergangs kündigt Jeremia im Auftrage Gottes schließlich einen neuen Bund an. Am deutlichsten in Jeremia 31, aber eben auch in Hesekiel 36. In diesem neuen Bund ist dann ganz offensichtlich Jesus Christus das Zentrum. Und seine Bundeszeichen, die Bundeszeichen des neuen Bundes, sind Taufe und Abendmahl. So lesen wir es in 1. Korinther 10. Was mit dem neuen Bund aus den vorherigen Bundesschlüssen und dem Alten Testament an sein Ende gekommen ist, das ist im Einzelfall zu prüfen. Schon im Alten Testament ist zwar schwerpunktmäßig Israel in den Bundesschlüssen gemeint, aber wir haben eben gesehen, auch die Bundesschlüsse des Alten Testaments, die Verheißungen an das Volk Israel, enthalten an zentralen Stellen auch Weissagungen für die Völker, die im Kommen Jesu Christi vor 2000 Jahren schon teilweise erfüllt sind. Und in den Zusagen der Bundesschlüsse im Alten Testament ist klar zu sehen, dass natürlich nicht alle Zusagen schon zu Lebzeiten der Bundespartner erfüllt werden. Da gibt es so etwas wie einen Verheißungsüberschuss. In Jesus Christus, seiner Geburt, seiner Verkündigung und all seinen Wundern, in seinem Sühnetod am Kreuz und seiner Auferstehung am dritten Tage, in seiner Himmelfahrt, in alledem sind Gottes Verheißungen erfüllt. Jesus Christus ist das Zentrum der Heilsgeschichte für sein Volk Israel und die Völker dieser Welt. Denn im Neuen Testament zeigt sich auch eine deutliche Ansprache an die Völkerwelt. Jesus Christus ist zu seinem Volk Israel gesandt, aber die Völker kommen auch in den Blick. Im Missionsbefehl in Matthäus 28, Matthäi am letzten, ist ein Auftrag an die Boten Jesu Christi enthalten, nämlich zu allen Völkern der Erde zu gehen. Paulus ist der Apostel, der sich in besonderer Weise dann auch diesen Heiden zugewandt hat. Und bis zur Wiederkunft Jesu Christi sollen alle das Evangelium hören. Diese gute Nachricht ist dem Paulus vorgegeben und sie ist auch allen anderen Verkündigern vorgegeben. Paulus macht das deutlich in Galater 1,
kein anderes Evangelium. Nicht mal, wenn ein Engel vom Himmel oder er selbst oder irgendjemand auf die Idee käme, es abzuändern. Nein, dieses Evangelium ist vorgegeben, es muss rein und klar verkündigt werden, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Nun zur Heilsgeschichte und Kirchengeschichte. Die Heilsgeschichte geht weiter. Die Zeit, von der das Neue Testament berichtet, geht im ersten Jahrhundert nach Christus zu Ende. Mit dem Ende der Apostelgeschichte und den Briefen gerät die biblische Geschichte der ersten Christen an eine Grenze. Aber da, wo der biblische Kanon endet, tritt nicht das Ende der Heilsgeschichte ein, Gott sei Dank. Viele Forscher an den Universitäten betreiben heute Christentumsgeschichte von einem scheinbar neutralen Standpunkt aus. Anders machen es Kirchengeschichtler wie Kurt Dietrich Schmidt oder Armin Scherschin, die immer wieder deutlich machen, Gottes Heilsgeschichte geht weiter und man kann das auch in der Geschichte selber sehen, wo Gott die Weichen stellt. Nur einige wenige Ereignisse können das kurz unterstreichen. Gottes Heilsgeschichte ist zu sehen in dem Leid, in der Bewahrung, auch im Wachstum seiner Kirche, in den Christenverfolgungen. In der Ausstrahlung der Liebe der ersten Christen zueinander. Wie haben sie einander so lieb? In der Bekehrung Einzelner, auch von Familien, aber auch ganzer Völker zu Jesus Christus durch die Predigt der Missionare im Frühmittelalter. In der Wiederentdeckung schriftgemäßer Lehre, bei John Wycliffe, bei Johannes Hus, bei Martin Luther, Philipp Melanchthon und Johannes Calvin. Und sie geht weiter. Die Wortverkündigung in Verbindung mit Musik, bei Paul Gerhardt, Johann Rist, Gerhard Ter Stegen und Johann Sebastian Bach, sie klingt bis heute nach und sie verkündigt bis heute auf musikalische Art und Weise Gottes Heilsgeschichte. Und auch die Reformvorschläge und deren erste Umsetzung bei Philipp Jakob Spener, die übrigens im Hinblick auf die Reformen in Theologie und Kirche bis heute nur teilweise umgesetzt sind, August Hermann Franke, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Johann Albrecht Bengel, ihre vielfältigen, unermüdlichen Aktivitäten im Pietismus. Das Wort Jesu Christi reichlicher unter denen wohnen zu lassen, die mit Ernst Christen sein wollen. Der Ruf zur Bekehrung zum Herrn Jesus Christus im angloamerikanischen Bereich, aber auch im deutschsprachigen Bereich, hat viele Herzen getroffen und wurde vielfach zum Ausgangspunkt neuen Lebens. Im persönlichen Bereich, aber auch in Öffentlichkeit und Kirche. Und man stelle sich nur einen einzigen Moment vor. Die bekennende Kirche hätte es in der Zeit von 1933 bis 1945 nicht gegeben, sondern ausschließlich die dem Zeitgeist des Nationalsozialismus verfallenen deutschen Christen. Es war nicht die liberale Theologie, unter anderem mit ihrer Verwerfung des Alten Testaments bei Adolf von Harnack, sondern die positive Theologie eines Martin Kähler, die im Hintergrund führender Köpfe der bekennenden Kirche stand und ihr theologisch und geistlich den Rücken stärkte. Und heute? Weltweit gesehen werden immer mehr Menschen Christen. In anderen Ländern nimmt die Zahl der Christen trotz staatlicher und religiöser Kontrolle und Verfolgung ständig zu. Es fehlt aber nicht nur dort an solider, gesunder biblischer Lehre und theologischer Bildung für diejenigen, die in den schnell wachsenden Gemeinden leitend tätig sind. In den klassischen Ländern mit christlicher Kultur ist ein Niedergang christlicher Religion festzustellen, wie wir es noch nie erlebt haben. Und natürlich kommt dann auch die Frage, ist die Heilsgeschichte in Europa und Nordamerika vielleicht jetzt an ihr Ende gelangt? Gott hat es in der Heiligen Schrift so deutlich gemacht, so viele Zusagen gegeben, so viele Verheißungen und Ankündigungen für die Zukunft niederschreiben lassen, dass auch die unter Gottes anklagendem Gesetz stehenden, unbußfertigen und deswegen im Niedergang begriffenen westlichen Kirchen und Gesellschaften von diesem noch ausstehenden Überschuss an Gottes Verheißungen leben, aber auch unter seinen klaren Gerichtsankündigungen stehen.
Ein dritter Schritt. Heilsgeschichte für die Zukunft zur biblischen Apokalyptik. Zunächst der dreieinige Gott, der Herr der Geschichte. Wer aus menschlicher Sicht die Zeitabläufe der Heilsgeschichte betrachtet, dem muss eines klar sein. Der dreieinige Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus Christus hat auf alle Zeiten gleichermaßen Zugriff. Er ist im Alten Testament permanent anwesend, manchmal greifbarer und manchmal verborgen. Ich möchte das an einem Beispiel aufzeigen. In 1. Mose 14 findet ein Kampf verschiedener Könige statt. Auch Abraham ist an den Kämpfen beteiligt. Und in Vers 18 in 1. Mose 14, da kommt plötzlich und unvermittelt ein gewisser Melchisedek und er bringt Brot und Wein. Diese Gabe ist das Abendmahl, eine Vorwegnahme der Einsetzung des Sakraments durch den Herrn Jesus Christus, das sich eng auf seinen Sühnetod und sein erlösendes Leiden und Sterben am Kreuz bezieht. Er bekleidet das Amt des hohen Priesters, des Mittlers zwischen Gott und Menschen. Und dieser Melchisedek, Jesus Christus im Alten Testament, spricht Abraham den Segen des Schöpfers zu. Denn es ist der dreieinige Gott, der Abraham den Sieg gegen die anderen Könige geschenkt hat. Und Abraham gibt ihm dem Gebot Gottes gemäß und aus Dankbarkeit den Zehnten von allem, was er hat. Und danach tritt Melchisedek, der Herr Jesus Christus, aus seinem offenbaren Handeln in der Heilsgeschichte wieder in sein verborgenes Handeln in der Heilsgeschichte ein. Er ist der König. Er ist der hohe Priester, der aus der Ewigkeit kommt und wieder in die Ewigkeit geht. Manche von Ihnen wissen es sicher, Psalm 110 hat auch nochmal Melchisedek zum Thema und häufig in Hebräer 5, 6 und 7 kommt er dann auch wieder im Hebräerbrief vor. Und Jesus sagt den Juden in Johannes 8, 58, ehe Abraham war, bin ich. Dieser Herr hat Zugriff auf alle Zeiten und keine unserer Begrenzungen ist dem Allmächtigen auferlegt. 3.2. Moderne Probleme mit prophetischen und apokalyptischen Schriftaussagen. Auch hier ist es nochmal nötig festzustellen, wie wenig selbstverständlich das ist, worüber hier gerade gehandelt wird. Über Heilsgeschichte und endzeitliche Erwartungen. Die historisch-kritisch denkende Theologie der Moderne geht nicht nur davon aus, dass die Heilige Schrift viele falsche Angaben zur Vergangenheit macht. Sie leugnet auch, übrigens gegen die Aussagen der Heiligen Schrift, dass Jesus Christus schon im Alten Testament gegenwärtig ist. Die theologische und kirchliche Moderne sagt, nur was das fromme Selbstbewusstsein, der religiöse Mensch, als religiösen Inhalt fassen kann, das kann als christlich gelten. Und auf diese Art und Weise wird dann vieles an wesentlicher Glaubenssubstanz aus dem Bestand christlicher Lehre aussortiert. Und kaum jemand scheint es zu vermissen. Denn der religiöse Mensch wird unter der Hand zum Maßstab der Wahrheit. Und irgendwann merkt man nicht mehr, was man alles verloren hat. Was die Zukunft angeht, macht uns Friedrich Schleiermacher, der bisweilen auch als Kirchenvater des 19. Jahrhunderts bezeichnet wird, mit der modernen These vertraut, dass das christliche Selbstbewusstsein aus sich heraus, ich zitiere, geradezu nichts über diesen uns ganz unbekannten Zustand aussagen kann. Zitat Ende. Aber die Aussagen der Bibel über die Zukunft lassen sich wie alle anderen Aussagen der Heiligen Schrift nur von Gott her und durch den Heiligen Geist recht verstehen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, außer dass ihm geistliche Dinge durch den Heiligen Geist geoffenbart werden, so sagt es 1. Korinther 2. Und es erinnert uns daran, uns mit dem zufrieden zu geben, was die Heilige Schrift uns offenbart und sagt. Offenbarung 22, ganz klar und deutlich, nichts Wesentliches wegzulassen und auch nichts Eigenes hinzuzufügen. Was man dann übrigens hinterher als schriftgemäß ausgibt oder eben aus der schriftgemäßen Lehre aussortiert.
Vielleicht ist da die Gefahr für moderne Ausleger der Bibel bei Aussagen über die Zukunft mindestens genauso groß wie bei allen anderen Auslegungen der Bibel und allen anderen theologischen Aussagen. Wie kommen Christen also dazu, Aussagen über die Zukunft zu machen? Nun, die Bibel spricht davon. Jesus macht Aussagen über die Zukunft. Das prophetische und apostolische Wort kündigen uns die endzeitlichen Ereignisse an. Wer also der Heiligen Schrift als Autorität vertraut, wer der Heiligen Schrift traut, dass sie Gottes Wort ist, der wird hier wichtige Entdeckungen machen, die für die Zukunft und damit auch für die Gegenwart heute schon von allergrößter Bedeutung sind. Von verschiedenen künftigen Ereignissen spricht Jesus in vielen seiner Predigten, vor allem aber in den Endzeitreden kurz vor seiner Kreuzigung. Manche seiner Aussagen sind bereits in Erfüllung gegangen. Jesus sagt dabei auch den Untergang Jerusalems voraus, so in Matthäus 24. Kritische Ausleger, die prophetische Worte als Ansagen für die Zukunft ausschließen, Prophetie darf es nicht geben, weil das dem gesunden Menschenverstand widerspricht, die datieren dann diese Aussagen Jesu auf eine Zeit nach dem Untergang Jerusalems, also nach 70 nach Christus. Denn man glaubt nicht, dass Jesus den Untergang Jerusalems prophetisch habe weissagen können, weil man grundsätzlich nicht glaubt, dass es Wunder oder Prophetie gibt. Nehmen wir mal an, dass diese Voraussetzungen stimmten. Wäre das denn nach den eigenen bibelkritischen Kriterien, wenn diese sachgemäß wären, wäre denn das so unwahrscheinlich? Die Lage zur Zeit Jesu war in Israel so spannungsgeladen, dass kaum ein römischer Beamter als Statthalter nach Jerusalem gehen wollte. Prokurator von Jerusalem und Judäa zu werden, gleicht einem, der anstatt mit einer bequemen Sitzgelegenheit, wie Sie sie heute vorfinden, mit einem Schleudersitz beschenkt würde. Weniger bequem. Und das war nur eine Frage der Zeit, dass die Römer auf einen bewaffneten Widerstand jüdischer Gruppen mit einem durchschlagenden militärischen Machtwort reagieren würden. Aber das passt nicht in dieses Narrativ, wie man heute zu sagen pflegt, in diese Erzählung, die seit dem 19. Jahrhundert von historisch kritisch denkenden Theologen über die prophetischen Aussagen Jesu drübergelegt wird und sie überlagert. Und hat die Heilige Schrift sich etwa geirrt mit der Ansage seiner Wiederkunft, so wie er es in Apostelgeschichte 1 den Jüngern ausrichten lässt? Weder der Herr noch seine Diener haben sich da verschätzt. Auch die Christen aller Zeiten, die in ihrer jeweiligen Gegenwart auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus warteten und warten, sie verschätzten sich nicht. Mag es auch noch so unpopulär sein, mit seiner nahen Wiederkunft zu rechnen. Die verschiedenen Generationen Christusgläubiger erwarteten und erwarten die Wiederkunft ihres Herrn gemäß seiner Verheißung, denn sie vertrauen seinem Wort. Das Ziel der Heilsgeschichte 3,3 und darin zunächst das jüngste Gericht und sein Kriterium. Bei allen Einzelheiten und Details, die wir in der biblischen Apokalyptik erfahren und die alle ihren Platz und seine Bedeutung haben, stellt sich aber auch die Frage, was von allem ist das Wichtigste und noch genauer, worauf läuft alles in der Heilsgeschichte und schließlich in der Endzeit zu? Die Evangelien beantworten diese Frage eindeutig mit dem Gericht und der ewigen Fortexistenz im Himmel oder der Hölle. Darauf läuft das Leben des Einzelnen und der ganzen Weltgeschichte zu. Das Urteil im jüngsten Gericht und seine ewigen Konsequenzen, die sollen jetzt hier vor allem anhand von Matthäus 24 und 25 und den letzten Kapiteln der Offenbarung als Schwerpunkt betrachtet werden. Gleichsam als Auftakt zum Gericht wird der Teufel, die alte Schlange, die in 1. Mose 3 die Menschen zum Abfall verführte, in den feurigen Pfuhl, in die Hölle geworfen. Für den Teufel und seine mit ihm abgefallenen Engel ist dieser Ort der Qual für die Ewigkeit als Strafort eingerichtet. Also schon deswegen bleibt die Hölle nicht
leer. Dann erscheint der Herr auf dem großen weißen Thron, um Gericht über die Menschen zu halten. Die Toten sind inzwischen wieder lebendig, sie sind auferstanden. Und sie erscheinen vor dem großen weißen Thron, auf dem ihr Richter sitzt. Er urteilt auf der Grundlage der Bücher und des Buches des Lebens. In jene sind offenbar die Werke der zu Richtenden eingetragen. Im Buch des Lebens stehen die Namen derer, die durch das Blut des Lammes gerettet worden sind. Wie in der Prophetie Jesu Christi vom jüngsten Gericht in Matthäus 25 wird auch in Offenbarung 20 das Kriterium des Gerichtes genannt. Es wird deutlich, die Toten werden nach ihren Werken gerichtet. Weder bei Jesus noch in der Offenbarung des Johannes noch bei Paulus steht ein Urteil nach den Werken im Gegensatz oder Widerspruch zur göttlichen Gnade und Vergebung. Nur wer Glaube und Werke als einen Gegensatz betrachtet, wird zwischen einem Gericht nach dem Kriterium des Glaubens und einem Gericht nach den Werken einen Widerspruch sehen. Denn es gibt einen inneren Zusammenhang im Alten wie im Neuen Testament zwischen Glauben und Werken, zwischen Baum und Frucht, so Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7. Ja, der Glaube ist in der Liebe tätig, so bei Paulus in Galater 5, Vers 6. In Matthäus 25, 37 bis 39 fragen die Geretteten und Verlorenen erstaunt den Weltenrichter, wo haben wir dich gespeist und getränkt oder besucht? Und da macht ihnen Jesus Christus deutlich, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder mir nicht getan. Im Buch des Lebens stehen also diejenigen, die aus der Beziehung zu Jesus Christus gelebt haben. Die Geretteten haben ihm vertraut und waren ihm gehorsam. Übrigens auch da wieder, zwischen Vertrauen und Gehorsam gibt es auch keinen Widerspruch. Sie haben aus seiner Vergebung gelebt und wollten sich ihre guten Werke nicht als Leistungen vor Gott anrechnen lassen. Das ist der Unterschied zwischen Werken und Leistungen. Vor dem Weltenrichter Jesus Christus gibt es nur ein letztes Entweder-Oder. Und das Buch des Lebens erinnert mich, was den letzten Ernst von Leben und Tod angeht, an den Film Schindlers Liste. In der Szene, in der es um den Titel des Films geht, eine Liste derer, die für Schindlers Produktion gebraucht werden und leben dürfen, da heißt es, für die Namen auf der Liste gibt es Leben und rundherum um diese Liste ist nur Tod und Verzweiflung. So wird es im und nach dem jüngsten Gericht auch sein. Wer im Buch des Lebens steht, wird gerettet werden. Wer dort nicht gefunden wird, stirbt einen zweiten, nicht rückgängig zu machenden, ewigen Tod. Ohne Zweifel werden sehr viele Menschen diesen Ausgang in der Ewigkeit erleben, nämlich ewig unwiderruflich verloren zu sein. Denn nicht ohne Grund spricht Jesus vom breiten Weg, der ins Verderben führt, und vom schmalen Weg, den nur wenige finden in Matthäus 7. Und auf die besorgte Frage der Jünger nach der Begegnung mit dem reichen jungen Mann, ob überhaupt jemand gerettet werden kann, antwortet Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Markus 10, 37. Kein Mensch kann sich selbst retten, aber dank der göttlichen Gnade gilt Jesu Sühnetod jedem Menschen. Wohl dem, der ihm vertraut und sich auf ihn verlässt. Ein zweiter Schritt, das Ergebnis des jüngsten Gerichts, Allversöhnung oder doppelter Ausgang. In vielen christlichen Gemeinden wird zwar geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, aber es wird bestritten, dass es eine ewige Verlorenheit in der Hölle, sondern nur ein ewiges Leben im Himmel gebe. Im Unterschied zum doppelten Ausgang, also entweder Himmel oder Hölle, wird dies auch Allversöhnung genannt. Manche versuchen diese Frage, was gilt denn nun, über Argumente des Gefühls zu klären. Es sei doch mit Gottes Liebe nicht vereinbar, Menschen ewig verloren gehen zu lassen. Oder man bestreitet zwar Gottes Gericht nicht, aber man lässt diesem Gericht nicht das letzte Wort, sondern man setzt ans Ende einen alle versöhnenden harmonischen Abschluss. Während nun die einen zur Harmonie neigen, begehren andere mit den Argumenten des Gefühls empört auf,
Soll es denn angesichts der Ungerechtigkeit dieser Welt auch im Jenseits ein Fortbestehen der Ungerechtigkeit und keinen gerechten Ausgleich geben? Sollen Opfer und Täter auf ewig zu Lasten der Opfer in erzwungener Harmonie leben müssen? Und Sie merken, man kann diese Fragen leicht fortsetzen, wenn da in uns oder um uns herum Menschen diskutieren. Weder das gefühlsmäßige Begehren nach Harmonie oder Gerechtigkeit kann diese Fragen entscheiden oder wird diesen Fragen überhaupt gerecht. Auch deswegen lesen wir in der Offenbarung die Aufforderung: Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Oder eben auch: Die Worte dieses Buches sind wahrhaftig und gewiss. Wir sollen also unser Urteil in dieser wie in allen anderen Fragen unseres Glaubens an der Heiligen Schrift, dem heiligen Wort Gottes, bilden und unsere Verkündigung und unser Leben darauf ganz ausrichten. Was die Heilige Schrift zu dieser Alternative sagt, ist sonnenklar. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Wer die Evangelien liest, liest auf jeder zweiten Seite, wie Jesus davon spricht. In der Dokumentation werde ich Ihnen eine Fülle von Stellen dazu nennen. Er fordert die Menschen auf, ihre Sünden zu bereuen und ihm zu vertrauen. Und ja, es gibt Stellen, die die Größe der Gnade und der Liebe Gottes, der Versöhnung durch Jesus Christus, preisen und loben. Zum Beispiel in Kolosser 1. Aber dies steht gerade mit den so zahlreichen und gewichtigen Stellen zusammen, wenn man weiterliest, die dann aber von Glaube und Unglaube, Rettung und Verlorenheit sprechen. Und hebt diese Stellen nicht auf. Und da aufgrund dieses klaren Schriftzeugnisses manche den doppelten Ausgang zwar zugestehen, aber doch eine Hoffnung auf Allversöhnung andeuten, muss auch dies hier zur Sprache kommen. Hoffnung ist in der Heiligen Schrift immer begründete Hoffnung. Weil Menschen sehen, dass Jesus andere heilt, hoffen sie aus guten Gründen, selbst geheilt zu werden. Weil Jesus auferstanden ist, deswegen haben wir auch eine begründete Hoffnung, einmal aufzuerstehen. Und was ist nun mit der Hoffnung auf eine Allversöhnung, wo man doch von der Heiligen Schrift her weiß, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt? Die Hoffnung, wo es nach biblischer Aussage nichts zu hoffen gibt, sondern nur ein zu spät gibt, eine solche Hoffnung zu vertreten, halte ich für ethisch nicht vertretbar und letztlich abzudecken. Verlorene Menschen müssen zur Umkehr gerufen werden. Sie sollen zum Vertrauen auf Jesus eingeladen werden. Sie sollen gebeten werden: Lass dich versöhnen mit Gott, 2. Korinther 5. Dann haben diese Menschen eine begründete Hoffnung auf den Himmel. Deswegen ist übrigens die Rede von der Hölle in der gesamten Bibel keine Drohung, sondern eine Warnung. Der Unterschied ist folgender: Der Drohende will, dass das Angedrohte wirklich wird. Also jetzt mal ganz derb, wenn jemand schreit, ich mach dich fertig, dann will diese Person, dass der andere fix und fertig wird. Das ist eine Drohung. Wer aber warnt, will, dass die Gefahr nicht wirklich wird. Also stellen Sie sich vor, da stellt jemand ein Schild auf, Vorsicht Kurve, oder hier wurde gerade gewischt, ja, Vorsicht, bitte aufpassen, Boden ist nass oder frisch gebohnert. Der will doch gerade, dass der Autofahrer nicht so schnell in die Kurve fährt und dabei verletzt und getötet wird. Oder dass jemand hinfällt und sich verletzt. Deswegen stehen die Schilder da. Und wehe dem, der die Schilder wieder wegräumt. Dieses Schriftzeugnis, das machen uns doch Offenbarung 21 und 22 unmissverständlich klar. Das haben Christen unverkürzt und unverdreht ernst und fröhlich zu bezeugen. Ein letzter Punkt: Konsequenzen. Christen müssen angesichts dieser endzeitlichen Aussagen der Heiligen Schrift die Spannung aushalten, die sich aus Folgendem ergibt. Jesus Christus spricht von den Zeichen der Zeit, die es zu beachten gilt. So eben in Matthäus 24, Markus 13 oder auch Lukas 21. Und es ist gut, wenn wir auf die Zeichen der Zeit achten. Dazu sind wir angehalten. Aber es gibt eine Warnung vor Berechnungen. Da spricht er davon, dass es sich mit seiner Wiederkunft verhält wie mit dem Dieb, der in der Nacht kommt. Matthäus 24, Lukas 12, aber wir haben das auch genau in den gleichen Worten in 1. Thessalonicher 5. Er kommt wie der Dieb in der Nacht oder in 2. Petrus 3.
Christen leben also in dieser Spannung der Naherwartung, des Achtens auf die Zeichen der Zeit und der Zurückhaltung bei Datierungen, bei Berechnungen oder bei Zuschreibungen, die nur schiefgehen können. Wer vom Ziel her lebt, lebt anders als die anderen Menschen. Den Christen in Rom, wie auch allen Christen, gilt das Wort der Heiligen Schrift. Wir lesen es in Römer 13, da schreibt Paulus: Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Und was heißt das jetzt für mich ganz persönlich, für mich Thomas Jeromin, und ich lade Sie ein, sich das selbst auch zu eigen zu machen. Das Leben in der lebendigen Erwartung des Herrn Jesus Christus verändert jetzt schon meine Gegenwart. Ich folge Jesus nach, so wie die Jünger in Matthäus 16. Ich bin auch bereit, das mir auferlegte Kreuz und Leiden um seinetwillen auf mich zu nehmen. Und ich setze meine Prioritäten so, dass der Herr mich bereit für ihn findet, wenn er wiederkommt. Ich studiere Gottes Wort, vielleicht so fleißig wie die Christen in Beröa, Apostelgeschichte 17. Und ich bin dankbar für diejenigen, die es mir vom Heiligen Geist geleitet auslegen, so wie der Philippus auslegt für den Kämmerer in Apostelgeschichte 8. Wenn ich müde werde im Gebet, danke ich Gott für seine Zusage der Erhörung. Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Und für die Prophetie, dass die Gebete nicht folgenlos verklungen sind oder nur bis zur Zimmerdecke gekommen sind, sondern als Räucherwerk vor dem Thron des Lammes zu finden sind in der Gegenwart des Herrn. Offenbarung 5, Vers 8. Ich widerstehe aller Irrlehre. 2. Petrus 2. Und ich erbarme mich derer, die zweifeln. Judas 22. Dieser Herr spornt mich zum aktiven Bekennen an. Matthäus 10. Und das fröhlich, Philipper 4, Menschen von Jesus Christus weiterzusagen und sie mit in den Himmel zu nehmen. Meine Heimat ist im Himmel, Philipper 3. Und meine Wohnung im Haus des himmlischen Vaters, Johannes 14. Im neuen Jerusalem in der Gegenwart Gottes, Offenbarung 21. Und diese endzeitliche Orientierung ist ein wahres Reformprogramm und eine Auferweckungskur für das, was sterben will in Theologie und Kirche. Ein Leben vom Ziel her fordert eine umfassende Neuorientierung in einer der Sünde und dem Sterben verfallenen Welt. Der Blick auf das Ziel macht mir auch bewusst, dass die kurze verbleibende Zeit auszukaufen ist, so sagt es uns Paulus in Epheser 5. Und es erinnert mich daran, täglich auf die Wiederkunft Jesu wie auch auf den eigenen Tod vorbereitet zu sein. Für die verbleibende Zeit ist der Blick auf das Ziel verbunden mit der Bitte um das Donum Perseverantiae, das Geschenk der Beharrung zur Seligkeit, Matthäus 24, 13. Also nahe bei Jesus zu bleiben, durch alle Herausforderungen ihm zu vertrauen und zu gehorchen und bereit zu sein, wenn er kommt. Oder selig zu sterben, wenn er mich in seine Herrlichkeit abruft. Diese nötige Vergewisserung dessen, was ewigen Bestand hat, hat in der bekennenden Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus Kraft für die Gegenwart gegeben. Für die bekennende Gemeinde Jesu ist es auch heute von großer Bedeutung, auf die Auslegung der Heiligen Schrift zu hören, die in der Zeit schwerster Angriffe auf die Kirche entstanden sind. Deswegen möchte ich am Schluss noch einmal Bonhoeffer aus dem Gebetbuch der Bibel zum Thema das Ende zur Sprache bringen. Die Psalmen vom Endsieg Gottes und seines Messias führen uns in Lob, Dank und Bitte an das Ende aller Dinge, wenn alle Welt Gott die Ehre geben wird, wenn die erlöste Gemeinde mit Gott in Ewigkeit herrschen wird, wenn die Mächte des Bösen fallen und Gott allein die Macht behält. Ja, lieber Herr, und darum bitten wir dich jetzt auch,
und bitten dich, dass mit dem Wort, das du uns dafür gegeben hast, Maranatha, Herr, komm bald.